ZDF. Metzler ist ein angesehener Richter, er gilt als absolut integer. Seine Kollegen schließen definitiv aus, dass er in irgendwelche kriminellen Geschichten verwickelt ist. Aus seinem Privatleben scheint völlig in Ordnung zu sein. Hajo müsste ihn doch eigentlich kennen, oder? Na, wo ist er überhaupt? Beim Amtsarzt. Also, warum könnte der Richter entführt worden sein? Geld können wir ausschließen, die Familie ist nicht sehr vermögend. Außerdem ist bislang keine Lösegeldforderung eingegangen. Das kam gerade. Dankeschön. Rache. Rache für ein als ungerecht empfundenes Urteil. Wir überprüfen sämtliche Straftäter, die von ihm verurteilt in den letzten 2 Monaten entlassen wurden. Das gibt's doch nicht. Noch eine Entführung. Eine Rechtsanwältin, Carla Weißhaus. Ralf Metzler und Carla Weißhaus arbeiten schon seit 15 Jahren zusammen in Leipzig. Da gibt's massenhaft gemeinsame Fälle. Okay. Wir nehmen uns erstmal die Kapitalverbrechen vor. Kommen Sie bitte. Das geht gleich los. Was geht gleich los? Das werden Sie sehen. Kommen Sie. Warte mal. Hier, über den Fall hat sich Hajo vor ein paar Monaten maßlos aufgeregt. Mordfall Nathalie Schneider. Sie war erst 18, als sie 92 ermordet wurde. Sie hatte als Verkäuferin in einem Sexshop gearbeitet und wurde dort brutal überfallen. Dringend tatverdächtig war damals ein Junkie namens Thomas Lorenz. Hajo hat ihn festgenommen, der wurde vor Gericht gestellt, aber Richter Metzler hat ihn aus Mangel an Beweisen wieder freigesprochen. Warte mal, hier, diese Carla Weißhaus war die Rechtsanwältin von Thomas Lorenz. Wieso hat Hajo sich erst jetzt darüber aufgeregt, wenn der Fall schon so lange zurückliegt? Wo ist er überhaupt? Am Tatort wurden DNA-Spuren des Täters sichergestellt. Allerdings nur eine kleine Menge, die man damals noch nicht zuordnen konnte. Und vor ein paar Monaten wurde die Probe dann nochmals untersucht. Und dabei konnten die DNA-Spuren eindeutig Thomas Lorenz zugeordnet werden. Damit war er als Mörder von Nathalie Schneider überführt. Weil er bei dem ersten Verfahren freigesprochen wurde, kann er wegen der gleichen Tat nicht nochmal vor Gericht gestellt werden. Es sei denn, er würde die Tat gestehen. Nehmen Sie bitte Ihren Platz ein. Was soll das? Bitte setzen Sie sich. Alles Weitere erfahren Sie später. Und wenn ich das nicht mache? Die Teilnahme an dieser Gerichtsverhandlung ist Pflicht. Der Saaldiener wird zur Not mit Gewalt dafür sorgen, dass Sie meine Anordnung folgen müssen. Also bitte. Wie Sie hören, sind wir nicht allein. Sie haben keine Chance zu entkommen. Hallo. Unter Thomas Lorenz. Im ersten Rechts. Wer will das wissen? Mein Kollege. Warum glaubst du, dass das Verschwinden der Anwältin und des Richters ausgegangen ist wie im Fall Lorenz? Warte mal. Weißt du das? Gut,
Keine Angst. Hallo, Jens. Wir sind von der Polizei. Wo ist Thomas? Wir brauchen dringend einen Krankenwagen in die Baderstraße 11. In den ersten Stock zu Lorenz. Was ist mit Ihrem Sohn? Er ist weg. Seit wann? Ich weiß nicht. Schon ewig. Er lässt mich nie allein. Er ist ein guter Junge. Ist gut. Mit Papa telefoniert, da war alles okay. Das ist Chloroform. Was soll das heißen? Was soll denn das hier? Entschuldigen Sie den Überfall, Herr Trautschke, aber ich hatte keine andere Wahl. Ich bin sicher, Sie werden das verstehen. Hallo, Leni. Ich glaube nicht, dass Hajo in Gefahr ist. Er hat alles getan, um den Mörder zu überführen. Welchen Mörder? Hiermit eröffne ich das Wiederaufnahmeverfahren im Prozess gegen Thomas Lorenz. Der Angeklagte wird beschuldigt, Nathalie Schneider getötet zu haben. Aber Sie können doch nicht einfach Gericht spielen. Diese Verhandlung ist nötig, weil der sogenannte Rechtsstaat das Wiederaufnahmeverfahren verweigert. Ich verstehe Ihre Verbitterung über die Gesetzeslage, Herr Schneider, aber ich war damals auch nicht einverstanden. Moment. Die Gerichtsbarkeit liegt ausschließlich beim Staat. Jetzt nicht mehr. Ich habe sie dem Staat entzogen, weil er nicht in der Lage ist, sie auszuüben. Lächerlich. Das ist Amtsanmaßung. Ich werde nicht mit Ihnen diskutieren. Herr Trautschke, setzen Sie sich. Bitte. Diese Verhandlung wird stattfinden. Wenn nötig, mit Gewalt. Ich muss zu meinem Vater, dringend. Antrag abgelehnt. Er braucht Hilfe. Er hatte einen Schlaganfall. Er ist gelähmt. Dann lassen Sie mich doch wenigstens die Nachbarin anrufen. Abgelehnt. Ich eröffne das Verfahren. Er stirbt sonst. Das Gericht wird sich nicht auf die Spielchen des Angeklagten einlassen. Sie wollen doch nicht riskieren, dass sein Vater stirbt. Name und Telefonnummer der Nachbarin. Frau Rusek, 782580. Nochmal. 782580. Ja, Lorenz hier. Ich wollte...
Er wurde bereits von einem Notarzt abgeholt. Können wir jetzt anfangen? Ich habe mir erlaubt, die Rolle des Staatsanwaltes zu übernehmen, da dieser am ersten Verfahren kläglich versagt hat. Dem Angeklagten Thomas Lorenz, geboren am 13. Oktober 69 in Leipzig, ledig und zur Last gelegt, am Vormittag des 9. März 1992 die damals 18-jährige Aushilfskraft Nathalie Schneider aus niederen Beweggründen ermordet zu haben. Willkommen zur Beweisaufnahme. Ich rufe auf als Zeugen der Anklage den leitenden Kommissar Hans-Joachim Tautschke. Warum quälen Sie sich immer noch so? Soweit ich mich erinnern kann, betrat der Täter an einem Vormittag den Erotikshop. Ungefähr 180 D-Mark. Jetzt ist seit Nathalies Tod nichts verändert. Was hat er vor? Vier Menschen zu entführen, das ist doch der Wahnsinn. Und wenn er Nathalies Tod rechnen will, warum entführt er dann Hajo? Das macht doch keinen Sinn. Drin fließt überhaupt nichts. Hat der Mörder am Tatort Spuren hinterlassen? Ja, wir fanden unter einem Regal einen Knopf von einer Jacke. Sonst noch was? Ein Sohlenabdruck auf der Mülltonne im Hinterhof, die der Täter bestiegen haben muss, als er über die Mauer klettern wollte. Die Mauer war mit dicken Scherben eingefasst. Es war davon auszugehen, dass der Täter sich beim Übersteigen der Mauer verletzt hat. Wir fanden auch Hautpartikel unter den Fingernägeln des Opfers, die aber zur damaligen Zeit aufgrund der fehlenden technischen Möglichkeiten noch ohne Wert waren. Welche Ermittlungsergebnisse haben zur Festnahme des Tatverdächtigen geführt? Wir haben im unmittelbaren Umfeld des Erotikshops ermittelt, Kunden, Nachbarn unter die Lupe genommen. Thomas Lorenz wohnte unweit des Erotikshops, einige Häuser weiter. Er war vorbestraft wegen Diebstahls und Drogenmissbrauch. Er hatte eine Jacke, zu der der Knopf vom Tatort passte. Er trug Turnschuhe, die dem Sohlenprofil entsprachen. Und er hatte eine Schnittwunde an der rechten Hand. Außerdem hat er sich nach der Tat die Haare abgeschnitten. Es hat also alles gepasst. Ja. Für mich als Ermittler hat alles gepasst. Und jetzt frage ich Sie, wie konnte es passieren, dass der Angeklagte trotz erdrückender Indizien freigesprochen wurde? Ja, ein Wohnmobil.
Amtliches Kennzeichen Leipzig, Dora Anton 357. Genau. Danke. Gibt's was Neues? Schneider ist auch spurlos verschwunden. Der Schneider hat außer Nathalie noch eine Tochter, eine Susanne Bennert. Wir haben versucht, sie zu erreichen, aber offensichtlich ist sie mit ihrem Mann im Wohnmobil verreist. Was ist dieser Schneider für einer? Ist der gefährlich? Der war Verwaltungsbeamter bei der Stadt. Ein ganz korrekter Spießer. Ist vor einem halben Jahr früh pensioniert worden. Das ist noch was. Thomas Lorenz hat vorhin seine Nachbarin, eine Frau Russek, angerufen. Hat er was gesagt? Nein, er hat sich gemeldet und als sie ihm gesagt hat, dass sein Vater ins Krankenhaus gebracht wurde, hat er gleich wieder aufgelegt. Die Kollegen überprüfen gerade, woher der Anruf kam. Gut. Du gehst besser nach Hause und ruhst dich aus. Wir rufen dich an, wenn wir was erfahren, okay? Du sagst mir, was gut für mich ist? Ich bring dich nach Hause, okay? Nein. Wir brauchen einen Anhaltspunkt, wo wir mit der Suche beginnen können. Wo könnte Schneider den Fürth hingebracht haben? Vielleicht hat er irgendwelche Hobbys. Hey, der Tod von Schneiders Tochter hat ihn total aus der Bahn geworfen. Der hat sich mit nichts anderem mehr beschäftigt. Das erzählen auf jeden Fall die Nachbarn. Deckt sich auch mit den Sachen, die wir in seiner Wohnung gefunden haben. Wenn man vier Menschen entführen und verstecken will, dann geht das nicht ohne Spuren zu hinterlassen. Und die müssen wir finden. Und zwar schnell. Aber Sie haben ihn freigesprochen. Trotz der Indizien. Herr Lorenz hat damals behauptet, dass die Schnittwunden an seiner Hand von einem zerbrochenen Bierglas stammten. Und die Staatsanwaltschaft konnte dagegen keine. Es gab doch ein Gutachten. Und darin stand, dass die Schnittwunden von dicken Scherben verursacht wurden. Und nicht von dünnem Glas. Außerdem war Dreck in den Wunden. Aber vor Gericht hat der Gutachter eingeräumt, dass er sich möglicherweise geirrt hat. Aber der Knopf an der Jacke, der stammte eindeutig von Lorenz' Jacke. Ja, richtig. Aber der Angeklagte konnte ihn auch bei einer anderen Gelegenheit verloren haben. Schließlich hat er zugegeben, dass er schon an meinem Sexshop gewesen ist. Und das Profil der Schuhsohlen stammte von einem Billigmodell, das damals massenhaft im Umlauf gewesen ist, konnte also auch nicht hundertprozentig dem Angeklagten zugeordnet werden. Seien Sie doch ehrlich! Sie wussten, dass Lorenz der Täter war! Als Richter kann ich einen Angeklagten nicht verurteilen. Nur weil ich ihn für schuldig halte und alles passt. Solange nur der geringste Zweifel besteht, muss ich den Angeklagten freisprechen. In dubio pro reo. Im Zweifel für den Angeklagten ist die Grundlage unseres Rechtssystems seit 2000 Jahren. Das ist mir auch bekannt, Herr Metzler. Sie haben zugelassen, dass die Verteidigung meine Tochter diffamiert und mit Dreck beworfen hat. Ich habe einfach nur meine Arbeit ernst genommen und die Lücken in der Anklage deutlich gemacht. Ja, klar. Ihr habt alle nur eure Arbeit gemacht. Ihr seid ja so unangreifbar. Versteckt euch hinter juristischen Spitzfindigkeiten. Aber das Leben meines Kindes war euch scheißegal. Was sie erleiden musste. Die Angst, die sie hatte. Der Todeskampf. Ihr habt sie auch nicht großgezogen. Ihr die Windeln gewechselt. Die Nase geputzt. Sie empfunden, als die DNA ihren Mandanten dann doch überführt hat. Wahrscheinlich waren Sie auch noch stolz. Einen richtigen Mörder rauszuhauen, das ist so das Höchste, was man in Ihrem Beruf erreichen kann. Als Angehöriger des Opfers haben Sie das Recht, emotional zu argumentieren. Ich kann mich nicht von Gefühlen leiten lassen. Ich muss leidenschaftslos das Beste für meinen Mandanten erreichen, um sicherzustellen, dass kein Unschuldiger zu Unrecht verurteilt wird. Warum kriege ich jetzt meine Gänsehaut, wenn Sie den Mund aufmachen? Sie hat recht. Jeder von uns könnte eines Tages per Zufall vor Gericht stehen, angeklagt einer Tat, die er nicht begangen hat. Nach damaligem Wissensstand musste die Verteidigung davon ausgehen, dass die Ermittlungen nur in eine Richtung geführt wurden, in Richtung meines Mandanten.
Aber da war ja auch noch der geheimnisvolle Freund Ihrer Tochter. Das stimmt doch, Herr Trautschke. Ja. Ja, es gab da jemanden, aber wir konnten ihn nicht ausfindig machen. Es ist doch seltsam, dass sich dieser Liebhaber nie gemeldet hat. Er muss doch gewusst haben, dass Sie nach ihm gesucht haben. Natürlich war das seltsam, aber... Die Tatsache, dass er sich nie gemeldet hat, kann doch nur bedeuten, dass er etwas zu verbergen hatte. Oder dass er sich schuldig gemacht hat. Er könnte verheiratet gewesen sein. Oder aus dem Milieu stammt. Sehen Sie endlich still! Meine Tochter war keine Hure. Nehmen Sie das zurück. Nehmen Sie alles zurück, was Sie über Natalie behauptet haben. Na los! Herr Schneider, beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich! Ich entziehe Frau Weißhaus mein Mandat. Was willst du? Sie können sie gehen lassen. Ab jetzt verteidige ich mich selbst. Das geht nicht. Du hast sie dir ausgesucht, also bleib sie auch deine verdammte Anwältin. Ich möchte nicht, dass weiter schlecht über Ihre Tochter gesprochen wird. Und ich möchte mich für all das, was Schlimmes im Prozess über Sie gesagt wurde, entschuldigen. Das nützt jetzt auch nichts mehr. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Justizirrtümer. Wenn Menschen urteilen, können sie Fehler machen. Den Angehörigen der Opfer soll Genugtuung verschafft werden. Die Todesstrafe sei in solchen Fällen gerecht und sinnvoll. Todesstrafe. Die erbärmlichste Form des bewussten Mordes. Unwiderruflich wird mit der Hinrichtung das Leben eines Verurteilten beendet. Meist trifft es solche Menschen, die ohnehin kaum Chancen in der Gesellschaft hatten. Täterschutz vor Opferschutz. Der Staat versagt bei Mord und Totschlag. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Gleiches mit Gleichem vergelten. Der hat ja wirklich alles über die Todesstrafe gesammelt. Er wird hier nichts tun, es geht ihm nur uns. Schaut euch das mal an hier. Das sind alles Quittungen vom Baumarkt. Holz, Baumaterial. Ich fahr mal hin und schau, ob ich was rauskriege. Okay, und ich fahr in die Wohnung von Schneiders Tochter. Wir haben den Durchsuchungsbeschluss, okay? Okay. Glaubt ihr, er hat sie in irgendwelche Kisten gesteckt? Nein, das hat er mit Sicherheit nicht. Ach, und warum nicht? Sowas macht man, wenn man Lösegeld erpressen will. Aber er hat was anderes vor. Ja, was? Leni, wenn ich's wüsste, ich würd's dir sagen. Klar. Natalie Schneider war keine Prostituierte. Sie war verliebt. Eigentlich hätte sie an dem Freitagmorgen auch gar nicht arbeiten sollen, aber sie wollte mit ihrem Freund an die Ostsee fahren. Woher wissen Sie das? Sie hat mit ihm telefoniert, als ich in den Laden kam. Sie geben also zu, dass Sie an diesem Morgen in dem Laden waren? Dieser Mann, mit dem sie telefoniert hat, sie nannte ihn Yogi oder so. Er hatte wohl ein Cabrio. Jedenfalls hat sie sich sehr auf die Reise gefreut. Ich hätte Ihnen das alles schon viel früher sagen sollen. Ich weiß, aber ich... Sehen, wer ich bin. Das ist mein Schwiegersohn. Er hat seine Frau mit ihrer kleinen Schwester betrogen. Können Sie sich sowas vorstellen? Hör auf. Ich meine mir mit. Du mieser, feiger Hund! Du bist schuld, dass der damals nicht verurteilt wurde. Los, setz dich! Na los! Was mache ich jetzt mit dir? Komm, lass mich gehen. Sache ist da eh gelaufen. Ich bin noch nicht am Ende. Und bis dahin wird hier kein... Sehen Sie mal runter! Sie sollen die Waffe runternehmen! Er hat sich nicht an meine Anweisung gehalten. Was soll ich denn machen, wenn er versucht abzuhauen?
sind schwer verletzt. Er braucht dringend einen Arzt. Ist bloß die Schulter. Aber er verliert Blut. Dann stoppen Sie das. Die Wunde muss versorgt werden. Sie hören Sie doch endlich auf mit diesem Theater. Wir machen weiter. Und wenn noch jemand wagen sollte, sich meinen Anweisungen zu widersetzen, dann schieße ich ihn. Ist mir jetzt scheißegal. Sie haben die Wahl. Nathalie hatte keine. Hier, mit viel Zucker. Ich will nicht, dass Papa was passiert. Ihm wird nichts passieren. Woher willst du das wissen? Was ist, wenn sich dieser Schneider nicht nur am Mörder seiner Tochter rächen will, sondern am ganzen System? An allen, die damals in seinen Augen versagt haben? Dann müssen wir das verhindern. Oh Mann, wenn du dich hören könntest, kannst du nicht vernünftig mit mir reden? Ich bin doch nicht blöd. Aber du lässt hier eine dämliche Bullenstereotype nach der nächsten los. Hat dir diese Karibikperle das Hirn weggevögelt? Okay, ich habe ein bisschen was zu tun. Ich will Heide genauso finden wie du. Bist du dir da ganz sicher? Du gehst jetzt besser. Das war nicht so gemeint, okay? Wenn du willst, dass wir Hajo finden, dann gehst du jetzt bitte. Oh, verdammt, ich habe solche Angst. Ich weiß, dass du alles tust, um Papa zu helfen, aber es ist nur, ich kann gar nichts tun, das macht mich wahnsinnig. Rufst du mich an, wenn ihr mehr wisst? Warum gestehen Sie nicht endlich? Wenn ich unter Zwang gestehe, wird es kein ordentliches Gericht anerkennen. Dies hier ist das letzte Gericht, das Sie zu Gesicht kriegen werden. Wie meinen Sie das? So wie ich es sage. Glauben Sie nicht, dass Sie es Nathalie schuldig sind, endlich reinen Tisch zu machen? Ich kann nicht gestehen. Dann müsste ich ins Gefängnis und mein Vater kommt ins Pflegeheim. Ich sorge seit 9 Jahren für ihn, seit dem Schlaganfall. Ich kann ihn nicht im Stich lassen. Das ist das Letzte. Sie verstecken sich hinter Ihrem kranken Vater, weil Sie zu feige sind. Das können Sie gar nicht beurteilen. Wissen Sie eigentlich, dass sich meine Frau umgebracht hat? Dafür bist du auch selbst verantwortlich. Was sagst du da? Du hast sie in den Suff getrieben. Deinetwegen hat sie den ganzen Tag Tabletten geschluckt. Seit 15 Jahren hast du kein anderes Thema mehr als Nathalie und was man dir angetan hat. Ich habe mich unter Druck gesetzt, bei diesem Irrsinn mitzumachen. Ich habe gehofft, wenn diese ganze Sache vorbei ist, dann lässt er uns endlich in Ruhe. Du bist ein ehemaliger Feigling. Und du bist schuld, dass sie überhaupt in diesem Laden gearbeitet hat. Hat sie nur gemacht, um dich zu ärgern. Hast du in den vergangenen 15 Jahren auch nur eine Sekunde mal an deine lebende Tochter gedacht? Susanne! Du bist krank. Hast uns alle krank gemacht. Herr Trautschke, ist es wirklich krank, wenn man um seine ermordete Tochter trauert? Oder ist es krank, wenn man seine Frau mit ihrer kleinen Schwester betrügt? Oder wenn man wegen 180 Mark ein junges Mädchen tötet? Jan, komm mal mit. Gut, danke. Anscheinend hat Schneider morgen Lorenz erlaubt, von seinem Handy aus der Nachbarn anzurufen. Sobald wir wissen, über welche GSM-Zelle er sich eingewählt hat. Das ist gut, aber vielleicht ist mein Weg schneller. Ich habe mit dem Verkäufer von dem Baumarkt gesprochen, der Schneider das Holz verkauft hat, okay? Ja. Der Baumarkt ist hier irgendwo. Der Verkäufer hat mir erzählt, er hat Schneider angeboten, die langen Holzdielen auszuliefern. Der meinte aber, es wäre nicht nötig, es sei in der Nähe. Verstehst du? Hier in der Nähe irgendwo. Das heißt, er befindet sich wahrscheinlich in dem Gebiet. Okay, wir nehmen einen Radius von 5 Kilometern in den Baumarkt und suchen gezielt nach leerstehenden Gebäuden, die es versteckt haben. Alles klar, so wird's gemacht. Wo ist Leni? Gegangen.
Okay, die Wohnung von Susanne Bennert ist sauber. Angeblich sind Sie und Ihr Mann für 2 Wochen in die Toskana gefahren. Okay, pass auf, das ist jetzt uninteressant. Ich war noch nicht fertig. Vielleicht interessiert es dich, dass Ihr Mann Jochen Jäger ist, dass er verschiedene Waffen hat und in der Wohnung keine war. Sie wissen doch gar nicht, was ich seit dem Prozess durchgemacht habe. Wollen Sie damit sagen, dass Sie das eigentliche Opfer sind? Dass Sie mehr Grund haben zu leiden als ich? Nein. Dann gestehen Sie endlich. Darauf warte ich seit 15 Jahren. Und ich bin sicher, es wird Sie erleichtern. Ich hing 6 Jahre an der Nadel. Ich war ein hoffnungsloser Fall. Glauben Sie, er lässt Sie gehen, wenn Sie gestehen? Der Herr Lorenz gesteht nur unter der Bedingung, dass Sie Richter Metzler freilassen. Umgekehrt. Richter Metzler wird erst wieder freigelassen, wenn der Angeklagte gestanden hat. Gehen Sie wieder auf Ihren Platz. Erst in Untersuchungshaft wurde mir klar, was ich gemacht habe. Ich habe mich so entsetzlich geschämt. Ich konnte nicht zugeben, dass ich das wirklich getan habe. Als ich entlassen wurde, habe ich meinen Vater gefragt, ob er mir beim Entzug hilft. Ich weiß nicht, wo er die Kraft hergenommen hat, aber er hat mir das Leben gerettet. Dafür wollte ich wenigstens für ihn ein guter Mensch sein. Sparen Sie sich das Gesülze. Ich frage Sie nochmal. Haben Sie am 9. März 1992 Nathalie Schneider ermordet? Ja. Ich habe Nathalie Schneider getötet. Setzen Sie sich wieder auf Ihren Platz. Jetzt zur Urteilsverkündung. Sie haben versprochen, den Richter Metzler freizulassen, wenn er gesteht. Und er hat gestanden. Und er wird sein Geständnis vor jedem ordentlichen Gericht wiederholen. Das wird er garantiert nicht tun. Das hat er selber gesagt. Er wird es tun. Ich bin sicher. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich es darauf ankommen lasse, ob diese Ratte die Gnade hat, sein Geständnis zu wiederholen. Erheben Sie sich bitte. Alle. Ja, können Sie mir was über die alte Papierfabrik sagen? Das kann doch nicht so schwer sein. Natürlich sofort. Abgebrannt? Wichtig ist, was ich wissen muss, was mit der Wolkestraße verkauft. Ich verstehe. Augenblick, das hatte ich doch angesagt. Okay, da ist also nichts. Super. Gut, danke. Danke schön. Nee, dann muss ich schon. Tschüss. Danke. In der Fabrik hat eine Moltke-Straße, sind die Kollegen nicht sicher. Ansonsten noch die ehemalige Papierfabrik und die alte Kaserne. Wo fahren wir jetzt hin? Du fährst mit ihnen in die Papierfabrik. Ich fahre in die Kaserne. Ich glaube nicht, dass die Moltke-Straße ist. Daneben sind direkt Wohnblocks. Okay. Also los. Maybach nochmal. Das SEK soll sich bereithalten. Der Angeklagte Thomas Lorenz hat gestanden, Nathalie Schneider getötet zu haben. Außerdem wurde er durch eine DNA-Analyse eindeutig als Täter überführt. Schuld erschwerend kommt hinzu, dass er erst jetzt,
15 Jahre nach seiner Tat und quasi unter Zwang gestanden hat. Deshalb verhängt das Hohe Gericht die Höchststrafe. Tod durch den Strang. Das habe ich nicht gewusst. Ehrlich, ich habe davon nichts gewusst. Sei so vernünftig, Herr Schneider. Das können Sie nicht tun. Das ist Mord. Nur weil es in Deutschland keine Todesstrafe gibt, ist sie noch lange nicht die schlechteste Methode, um mit moralisch deformierten Straftätern fertig zu werden. Aber wir sind doch nicht in Amerika. Werden Sie bitte nicht polemisch. In 74 Ländern dieser Erde wird die Todesstrafe erfolgreich praktiziert. Kein Mensch hat das Recht, einen anderen Menschen zu töten. Sagen Sie das ihm. Herr Schneider, wozu sind Strafen da? Haben Sie sich das mal überlegt? Um die Gesellschaft vor Verbrechern zu schützen. Aber wenn Sie ihn töten, wen wollen Sie schützen? Ich hole nur nach, was der Staat versäumt hat. Er hat 15 Jahre ein anständiges Leben geführt. Er hat seine Sucht besiegt. Er hat seinen Vater gepflegt. Also, wen wollen Sie schützen? Strafe muss sein. Ende der Diskussion. Jan, was gibt's? Wir sind an der Papierfabrik. Aha. Okay, ja, wir warten. Sie sind hier. Der Anruf von Lorenz konnte geortet werden. Menschen ändern sich. Ich war wie ferngesteuert. Ich habe mich geändert. Ich verstehe doch selbst nicht mehr, wie ich so etwas tun konnte. Herr Schneider, was ist eigentlich mit Ihrer anderen Tochter? Los jetzt. Aufstehen. Kommen Sie mit. Nein. Haben Sie darüber nachgedacht? Ihre Tochter und er, Sie werden wegen Beihilfe zum Mord ins Gefängnis wandern. Keine Angst. Im Gegensatz zu manch anderen stehe ich zu meiner Tat. Ich werde aber einsgemäß aussagen, dass ich alles alleine geplant und zu verantworten habe. Ich habe da wirklich keine Ahnung von gehabt, ehrlich. Los jetzt. Ich will nicht sterben. Ich weiß ja, was ich gemacht habe, aber ich will nicht sterben. Ich flehe Sie an, bitte nicht. Sie werden ihn nicht töten. Ich zähle bis drei. Wenn Sie bis dahin nicht aus dem Weg sind. Eins. Zwei. Bewegung. Dürfte ich Sie bitten, auszusteigen? Komm, Gottfried, lass gut sein jetzt. Mann, hör auf mit der Scheiße! Hören Sie auf damit! Leider kommt ihr zur Verdammung! Gottfried! Mann, damit aufhören! Sie sollen aufhören! Herr Schneider, ich habe auch eine Tochter. Ich bitte Sie als Vater, lassen Sie Thomas Lorenz leben. Denken Sie an seinen Vater. Wollen Sie ihm wirklich seinen einzigen Sohn nehmen? Bitte Sie. Ich flehe Sie an. Hören Sie auf. Seien Sie gnädig. Es tut mir leid für den alten Mann. Bring das zu Ende. Thank you.
Ich zeige euch, was Gerechtigkeit ist. Was sie uns zeigen, ist Barbarei. Gerechtigkeit kennt keine Rache. Gerechtigkeit bedeutet, dass man verzeihen kann. Gerechtigkeit ohne Gnade ist keine Gerechtigkeit. Wenn ich einen Priester dabei haben wollte, dann hätte ich einen entführt. Was ist mit Ihrem Gewissen? Glauben Sie, dass Sie noch einmal ruhig schlafen können? Schluss jetzt. Wir wollen den Verurteilten doch nicht länger quälen. Wollen Sie noch etwas sagen? Ihre Tochter hatte blaue Augen. Blau mit etwas Grün. Dass Sie mehr Grund haben zu leiden als ich? Nein. Dann gestehen Sie endlich. Darauf warte ich seit 15 Jahren. Und ich bin sicher, es wird Sie erleichtern. Ich hing 6 Jahre an der Nadel. Ich war ein hoffnungsloser Fall. Glauben Sie, er lässt Sie gehen, wenn Sie gestehen? Der Herr Lorenz gesteht nur unter der Bedingung, dass Sie Richter Metzler freilassen. Umgekehrt. Richter Metzler wird erst wieder freigelassen, wenn der Angeklagte gestanden hat. Gehen Sie wieder auf Ihren Platz. Erst in Untersuchungshaft wurde mir klar, was ich gemacht habe. Ich habe mich so entsetzlich geschämt. Ich konnte nicht zugeben, dass ich das wirklich getan habe. Als ich entlassen wurde, habe ich meinen Vater gefragt, ob er mir beim Entzug hilft. Ich weiß nicht, wo er die Kraft hergenommen hat, aber er hat mir das Leben gerettet. Dafür wollte ich wenigstens für ihn ein guter Mensch sein. Sparen Sie sich das Gesülze. Ich frage Sie nochmal. Haben Sie am 9. März 1992 Nathalie Schneider ermordet? Ja. Ich habe Nathalie Schneider getötet. Setzen Sie sich wieder auf Ihren Platz.
Wir kommen jetzt zur Urteilsverkündung. Sie haben versprochen, den Richter Metzler freizulassen, wenn er gesteht. Und er hat gestanden. Der hat ja wirklich alles über die Todesstrafe gesammelt. Wir teilen ja nichts tun, es geht ihm nur uns. Schaut euch das mal an hier. Das sind alles Quittungen vom Baumarkt. Holz, Baumaterial. Ich fahr mal hin und schau, ob ich was rauskriege. Okay, und ich fahr in die Wohnung von Schneiders Tochter. Wir haben den Durchsuchungsbeschluss, okay? Okay. Glaubt ihr, er hat sie in irgendwelche Kisten gesteckt? Nein, das hat er mit Sicherheit nicht. Ach, und warum nicht? Sowas macht man, wenn man Lösegeld erpressen will. Aber er hat was anderes vor. Ja, was? Leni, wenn ich's wüsste, ich würde es dir sagen. Klar. Natalie Schneider war keine Prostituierte. Sie war verliebt. Eigentlich hätte sie an dem Freitagmorgen auch gar nicht arbeiten sollen, aber sie wollte mit ihrem Freund an die Ostsee fahren. Woher wissen Sie das? Sie hat mit ihm telefoniert, als ich in den Laden kam. Sie geben also zu, dass Sie an diesem Morgen in dem Laden waren? Dieser Mann, mit dem sie telefoniert hat, sie nannte ihn Yogi oder so. Er hatte wohl ein Cabrio. Jedenfalls hat sie sich sehr auf die Reise gefreut. Ich hätte Ihnen das alles schon viel früher sagen sollen. Ich weiß, aber ich... Warst du das etwa? Na los, sag schon! Hattest du was mit Natalie? Du hast mir immer versprochen, dass mich niemand erkennen wird. Hinsetzen! Und jetzt? Jetzt kann jeder sehen, wer ich bin. Das ist mein Schwiegersohn. Er hat seine Frau mit ihrer kleinen Schwester betrogen. Können Sie sich sowas vorstellen? Hör auf! Ich meine mir mit. Du mieser feiger Hund! Du bist schuld, dass der damals nicht verurteilt wurde. Los, setz dich! Na los! Was mache ich jetzt mit dir? Komm, lass mich gehen. Die Sache ist ja eh gelaufen. Ich bin noch nicht am Ende. Bis dahin wird hier kein... Legen Sie mal runter! Sie sollen die Waffe runternehmen! Er hat sich nicht an meine Anweisung gehalten. Was soll ich denn machen, wenn er versucht abzuhauen? Ist er schwer verletzt? Er braucht dringend einen Arzt. Ist bloß die Schulter. Aber er verliert Blut! Dann stoppen Sie das! Die Wunde muss versorgt werden. Sie hören Sie doch endlich auf mit diesem Theater! Wir machen weiter. Und wenn noch jemand wagen sollte, sich meinen Anweisungen zu widersetzen, dann erschieße ich ihn. Was mache ich jetzt mit dir? Komm, lass mich gehen. Die Sache ist ja eh gelaufen. Ich bin noch nicht am Ende. Und bis dahin wird hier kein... Legen Sie die Waffe runter! Sie sollen die Waffe runternehmen. Er hat sich nicht an meine Anweisung gehalten. Was soll ich denn machen, wenn er versucht abzuhauen? Ist er schwer verletzt? Er braucht dringend einen Arzt. Ist bloß die Schulter. Aber er verliert Blut. Dann stoppen Sie das. Die Wunde muss versorgt werden. Sie hören Sie doch endlich auf mit diesem Theater. Wir machen weiter. Wenn noch jemand wagen sollte, sich meinen Anweisungen zu widersetzen, dann erschieße ich ihn. Ist mir jetzt scheißegal. Sie haben die Wahl. Natalie hatte keine. Hier. Mit viel Zucker. Ich will nicht, dass Papa was passiert. Ihm wird nichts passieren. Woher willst du das wissen? Was ist, wenn sich dieser Schneider nicht nur am Mörder seiner Tochter rächen will, sondern am ganzen System? An allen, die damals in seinen Augen versagt haben? Dann müssen wir das verhindern. Oh Mann, wenn du dich hören könntest, kannst du nicht vernünftig mit mir reden? Ich bin doch nicht blöd! Aber du lässt hier eine dämliche Bullenstereotype nach der nächsten los. Hat dir diese Karibikperle das Hirn weggevögelt? Okay, ich habe ein bisschen was zu tun.
Ich will Harry genauso finden wie du. Bist du dir da ganz sicher? Du gehst jetzt besser. Das war nicht so gemeint, okay? Wenn du willst, dass wir Hajo finden, dann gehst du jetzt bitte. Oh, verdammt, ich habe solche Angst. Ich weiß, dass du alles tust, um Papa zu helfen, aber... Es ist nur, ich kann gar nichts tun, das macht mich wahnsinnig. Rufst du mich an, wenn ihr mehr wisst? Ich ruf dich an. Worauf warten Sie noch? Warum gestehen Sie nicht endlich? Wenn ich unter Zwang gestehe, wird es kein ordentliches Gericht anerkennen. Dies hier ist das letzte Gericht, das Sie zu Gesicht kriegen werden. Warst du das etwa? Na los, sag schon! Hattest du was mit Nathalie? Du hast mir immer versprochen, dass mich niemand erkennen wird. Hinsetzen! Und jetzt? Jetzt kann jeder sehen, wer ich bin. Das ist mein Schwiegersohn. Er hat seine Frau mit ihrer kleinen Schwester betrogen. Können Sie sich sowas vorstellen? Hör auf! Ich meine mir mit. Du mieser Feierhund! Du bist schuld, dass der damals nicht verurteilt wurde. Los, setz dich! Na los! Was mache ich jetzt mit dir? Komm, lass mich gehen. Sache ist da eh gelaufen. Ich bin noch nicht am Ende. Und bis dahin wird hier kein... Nimm die Waffe runter! Sie sollen die Waffe runternehmen. Er hat sich nicht an meine Anweisung gehalten. Was soll ich denn machen, wenn er versucht abzuhauen? Ist er schwer verletzt? Er braucht dringend einen Arzt. Ist bloß die Schulter. Aber er verliert Blut. Dann stoppen Sie das. Die Wunde muss versorgt werden. Sie hören Sie doch endlich auf mit diesem Theater. Wir machen weiter. Wenn noch jemand wagen sollte, sich meinen Anweisungen zu widersetzen, dann erschieße ich ihn. Ist mir jetzt scheißegal. Sie haben die Wahl. Nathalie hatte keine. Hier. Mit viel Zucker. Ich will nicht, dass Papa was passiert. Ihm wird nichts passieren. Woher willst du das wissen? Was ist, wenn sich dieser Schneider nicht nur am Mörder seiner Tochter rächen will, sondern am ganzen System? An allen, die damals in seinen Augen versagt haben? Dann müssen wir das verhindern. Oh Mann, wenn du dich hören könntest, kannst du nicht vernünftig mit mir reden? Ich bin doch nicht blöd! Aber du lässt hier eine dämliche Bullenstereotype nach der nächsten los. Hat dir diese Karibikperle das Hirn weggevögelt? Okay, ich habe ein bisschen was zu tun. Ich will Harry genauso finden wie du. Bist du dir da ganz sicher? Du gehst jetzt besser. Das war nicht so gemeint, okay? Wenn du willst, dass wir Harry finden, dann gehst du jetzt bitte. Oh, verdammt, ich habe solche Angst. Das werden Sie sehen. Kommen Sie. Warte mal. Hier, über den Fall hat sich Hajo vor ein paar Monaten maßlos aufgeregt. Mord von Nathalie Schneider. Sie war erst 18, als sie 92 ermordet wurde. Sie hatte als Verkäuferin in einem Sexshop gearbeitet und wurde dort brutal überfallen. Dringend tatverdächtig war damals ein Junkie namens Thomas Lorenz.
Mario hat ihn festgenommen, der wurde vor Gericht gestellt. Aber Richter Metzler hat ihn aus Mangel an Beweisen wieder freigesprochen. Warte mal, hier, diese Carla Weißhaus war die Rechtsanwältin von Thomas Lorenz. Wieso hat Hajo sich erst jetzt darüber aufgeregt, wenn der Fall schon so lange zurückliegt? Wo ist er überhaupt? Am Tatort wurden DNA-Spuren des Täters sichergestellt. Allerdings nur eine kleine Menge, die man damals noch nicht zuordnen konnte. Und vor ein paar Monaten wurde die Probe dann nochmals untersucht. Und dabei konnten die DNA-Spuren eindeutig Thomas Lorenz zugeordnet werden. Damit war er als Mörder von Natalie Schneider überführt. Weil er bei dem ersten Verfahren freigesprochen wurde, kann er wegen der gleichen Tat nicht nochmal vor Gericht gestellt werden. Es sei denn, er würde die Tat gestehen. Nehmen Sie bitte Ihren Platz ein. Was soll das? Bitte setzen Sie sich. Alles Weitere erfahren Sie später. Und wenn ich das nicht mache? Die Teilnahme an dieser Gerichtsverhandlung ist Pflicht. Der Saaldiener wird zur Not mit Gewalt dafür sorgen, dass Sie meine Anordnung folgen lassen. Also bitte. Wie Sie hören, sind wir hier nicht allein. Sie haben keine Chance zu entkommen. Hallo. Und Thomas Lorenz. Im ersten rechts. Wer will das wissen? Mein Kollege. Warum glaubst du, dass das Verschwinden der Anwältin und des Richters ausgegangen ist mit dem Fall Lorenz? Warte mal. Weißt du das? Keine Angst, wir sind von der Polizei. Wo ist Thomas? Wir brauchen dringend einen Krankenwagen in die Baderstraße 11. Den ersten Stock zu Lorenz. Was ist mit Ihrem Sohn? Ich bin sicher, ihr wisst immer die Farbe Ihrer Augen. Was haben Sie empfunden, als die DNA Ihren Mandanten dann doch überführt hat? Wahrscheinlich waren Sie auch noch stolz. Einen richtigen Mörder rauszuhauen. Das ist so das Höchste, was man in Ihrem Beruf erreichen kann. Als Angehöriger des Opfers haben Sie das Recht, emotional zu argumentieren. Ich kann mich nicht von Gefühlen leiten lassen. Ich muss leidenschaftslos das Beste für meinen Mandanten erreichen, um sicherzustellen, dass kein Unschuldiger zu Unrecht verurteilt wird. Warum kriege ich jetzt meine Gänsehaut, wenn Sie den Mund aufmachen? Sie hat recht. Jeder von uns könnte eines Tages per Zufall vor Gericht stehen, angeklagt einer Tat, die er nicht begangen hat. Nach damaligem Wissensstand musste die Verteidigung davon ausgehen, dass die Ermittlungen nur in eine Richtung geführt wurden, in Richtung meines Mandanten. Aber da war ja auch noch der geheimnisvolle Freund Ihrer Tochter. Das stimmt doch, Herr Trautschke. Ja. Ja, es gab da jemanden, aber wir konnten ihn nicht ausfindig machen. Es ist doch seltsam, dass sich dieser Liebhaber nie gemeldet hat. Er muss doch gewusst haben, dass Sie nach ihm gesucht haben. Natürlich war das seltsam, aber... Die Tatsache, dass er sich nie gemeldet hat, kann doch nur bedeuten, dass er etwas zu verbergen hatte. Oder dass er sich schuldig gemacht hat. Er könnte verheiratet gewesen sein. Oder aus dem Milieu stammt. Sehen Sie endlich still! Meine Tochter war keine Hure. Nehmen Sie das zurück. Nehmen Sie alles zurück, was Sie über Natalie behauptet haben. Na los! Herr Schneider, beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich! Ich entziehe Frau Weißhaus mein Mandat. Was willst du? Sie können sie gehen lassen. Ab jetzt verteidige ich mich selbst. Das geht.
Du hast sie dir ausgesucht, also bleib sie auch deine verdammte Anwältin. Ich möchte nicht, dass weiter schlecht über ihre Tochter gesprochen wird. Und ich möchte mich für all das, was Schlimmes im Prozess über sie gesagt wurde, entschuldigen. Das nützt jetzt auch nichts mehr. Wer Menschen... Das ist Mord! Nur weil es in Deutschland keine Todesstrafe gibt, ist sie noch lange nicht die schlechteste Methode, um mit moralisch deformierten Straftätern fertig zu werden. Aber wir sind doch nicht in Amerika! Werden Sie bitte nicht polemisch. In 74 Ländern dieser Erde wird die Todesstrafe erfolgreich praktiziert. Kein Mensch hat das Recht, einen anderen Menschen zu töten. Sagen Sie das ihm. Herr Schneider, wozu sind Strafen da? Haben Sie sich das mal überlegt? Um die Gesellschaft vor Verbrechern zu schützen. Aber wenn Sie ihn töten, wen wollen Sie schützen? Ich hole nur nach, was der Staat versäumt hat. Er hat 15 Jahre ein anständiges Leben geführt. Er hat seine Sucht besiegt. Er hat seinen Vater gepflegt. Also, wen wollen Sie schützen? Strafe muss sein. Ende der Diskussion. Jan, was gibt's? Wir sind an der Papierfabrik. Aha. Okay, ja, wir warten. Sie sind hier. Der Anruf von Lorenz konnte geortet werden. Menschen ändern sich. Ich war wie ferngesteuert. Ich habe mich geändert. Ich verstehe doch selbst nicht mehr, wie ich so etwas tun konnte. Herr Schneider, was ist eigentlich mit Ihrer anderen Tochter? Los jetzt. Aufstehen. Kommen Sie mit. Nein. Haben Sie darüber nachgedacht? Ihre Tochter und er, Sie werden wegen Beihilfe zum Mord ins Gefängnis wandern. Keine Angst. Im Gegensatz zu manch anderen stehe ich zu meiner Tat. Ich werde aber einsgemäß aussagen, dass ich alles alleine geplant und zu verantworten habe. Ich habe da wirklich keine Ahnung von gehabt, ehrlich. Los jetzt. Ich will nicht sterben. Ich weiß ja, was ich gemacht habe, aber ich will nicht sterben. Ich flehe Sie an, bitte nicht. Sie werden ihn nicht töten. Ich zähle bis drei. Wenn Sie bis dahin nicht aus dem Weg sind. Eins. Zwei. Bewegung. Dürfte ich Sie bitten, auszusteigen? Komm, Gottfried, lass gut sein jetzt. Mann, hör auf mit der Scheiße! Hören Sie auf damit! Leider kommt es zur Verdammung! Gottfried! Mann, damit aufhören! Sie sollen aufhören! Herr Schneider, ich habe auch eine Tochter. Ich bitte Sie als Vater, lassen Sie Thomas Lorenz leben. Denken Sie an seinen Vater. Wollen Sie ihm wirklich seinen einzigen Sohn nehmen? Bitte Sie. Ich flehe Sie an. Hören Sie auf! Seien Sie gnädig! Es tut mir leid für den alten Mann. Bring das Ende.
Ich zeige euch, was Gerechtigkeit ist. Was sie uns zeigen, ist Barbarei. Gerechtigkeit kennt keine Rache. Gerechtigkeit bedeutet, dass man verzeihen kann. Gerechtigkeit ohne Gnade ist keine Gerechtigkeit. Wenn ich einen Priester dabei haben wollte, dann hätte ich einen entführt. Was ist mit Ihrem Gewissen? Glauben Sie, dass Sie noch einmal ruhig schlafen können? Schluss jetzt. Wir wollen den Verurteilten doch nicht länger quälen. Wollen Sie noch etwas sagen? Ihre Tochter hatte blaue Augen. Blau mit etwas Grün. Wo ist Thomas? Wir brauchen dringend einen Krankenwagen in die Baderstraße 11. Den ersten Stock zu Lorenz. Was ist mit Ihrem Sohn? Er ist weg. Seit wann? Ich weiß nicht. Schon ewig. Er lässt mich nie allein. Er ist ein guter Junge. Ist gut. Noch mit Papa telefoniert, da war alles okay. Das ist Chloroform. Was soll das heißen? Was sollte das hier? Entschuldigen Sie den Überfall, Herr Trautschke, aber ich hatte keine andere Wahl. Ich bin sicher, Sie werden das verstehen. Hallo Leni. Ich glaube nicht, dass Harjung Gefahr ist. Er hat alles getan, um den Mörder zu überführen. Welchen Mörder? Ich bin sicher, ihr wisst immer die Farbe ihrer Augen. Was haben Sie empfunden, als die DNA Ihren Mandanten dann doch überführt hat? Wahrscheinlich waren Sie auch noch stolz. Einen richtigen Mörder rauszuhauen, das ist doch das Höchste, was man in Ihrem Beruf erreichen kann, oder?
Als Angehöriger des Opfers haben Sie das Recht, emotional zu argumentieren. Ich kann mich nicht von Gefühlen leiten lassen. Ich muss leidenschaftslos das Beste für meinen Mandanten erreichen, um sicherzustellen, dass kein Unschuldiger zu Unrecht verurteilt wird. Warum kriege ich jetzt mal eine Gänsehaut, wenn Sie den Mund aufmachen? Sie hat recht. Jeder von uns könnte eines Tages per Zufall vor Gericht stehen, angeklagt einer Tat, die er nicht begangen hat. Nach damaligem Wissensstand musste die Verteidigung davon ausgehen, dass die Ermittlungen nur in eine Richtung geführt wurden, in Richtung meines Mandanten. Aber da war ja auch noch der geheimnisvolle Freund Ihrer Tochter. Das stimmt doch, Herr Trautschke. Ja. Ja, es gab da jemanden, aber wir konnten ihn nicht ausfindig machen. Es ist doch seltsam, dass sich dieser Liebhaber nie gemeldet hat. Er muss doch gewusst haben, dass Sie nach ihm gesucht haben. Natürlich war das seltsam, aber... Die Tatsache, dass er sich nie gemeldet hat, kann doch nur bedeuten, dass er etwas zu verbergen hatte. Oder dass er sich schuldig gemacht hat. Er könnte verheiratet gewesen sein. Oder aus dem Milieu stammt. Sehen Sie endlich still! Meine Tochter war keine Hure. Nehmen Sie das zurück. Nehmen Sie alles zurück, was Sie über Natalie behauptet haben. Na los! Herr Schneider, beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich! Ich entziehe Frau Weißhaus mein Mandat. Was willst du? Sie können sie gehen lassen. Ab jetzt verteidige ich mich selbst. Das geht nicht. Du hast sie dir ausgesucht, also bleib sie auch deine verdammte Anwältin. Ich möchte nicht, dass weiter schlecht über Ihre Tochter gesprochen wird. Und ich möchte mich für all das, was Schlimmes im Prozess über Sie gesagt wurde, entschuldigen. Das nützt jetzt auch nichts mehr. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Justizirrtümer. Wenn Menschen urteilen, können sie Fehler machen. Den Angehörigen der Opfer soll Genugtuung verschafft werden.